In wenigen Wochen hätten eigentlich die Olympischen Sommerspiele in Tokio beginnen sollen. Weil diese wegen der Corona-Pandemie erst nächstes Jahr stattfinden, sind Österreichs Leichtathletik-Asse bei Wettkämpfen in der Heimat im Einsatz. Im Sportzentrum Niederösterreich in St. Pölten haben Topathletinnen wie Ivona Dadic am Wochenende gezeigt, dass sie nach der Corona-Zwangspause schon wieder sehr gut in Form sind. Die Leichtathletik-Elite meldet sich sehr laut aus der Zwangspause zurück. In St. Pölten sind auch internationale Topathleten wie der slowenische Diskuswerfer Christian Čech dabei. Der unter 23 Europameister wirft 67,19 Meter und gewinnt den Bewerb vor Österreichs Topathlet Lukas Weiß-Heidinger. Ein hochkarätig besetzter Bewerb unter strengen Sicherheitsbestimmungen. Auch für die Veranstalter war es diesmal kein Meeting wie jedes andere. Wir haben bis zuletzt Sorge gehabt, geht sich das aus mit den Zusehern? Werden wir überrannt? Müssen wir Leute zurückschicken? Schaffen wir es hier unter den Athleten Abstand zu wahren? Aber ich denke, es hat gut funktioniert. Wir haben hier einen guten Plan verfolgen können und ja, gibt uns recht. Auch für Ivona Dadic läuft im Kugelstoßen alles nach Plan. 14,97 Meter bedeuten für die Lokalmatadorin aus St. Pölten persönliche Bestleistung. Das ist klar am Anfang so funktioniert. Anscheinend bin ich stärker geworden über den Winter. Und der Wurf hat auf Anhieb gut funktioniert. Ich hoffe, dass es einfach jetzt so weitergeht. Und bin selbst ein bisschen überrascht, dass Claire die ersten Wettkämpfe so hinkommen hat. Aber ein schöner Saisonstart. Auch die Teamkollegin von Ivona Dadic ist schon in Frühform. Beate Schrott gewinnt den Hürdenbewerb und zeigt, dass sie ihre gute Form von der Halle ins Freie mitnehmen konnte. Ja, ich bin extrem zufrieden. Es war heute der erste Hürdenwettkampf für mich und ich habe von den Zeiten her eigentlich gleich mit der Halle anschließen können und ich war mit der Halle extrem zufrieden und ich glaube, das ist ein super Einstieg in die Saison und ich freue mich wirklich sehr. In wenigen Wochen sind die Leichtathletik-Asse wieder in Niederösterreich zu sehen. Am 23. Juli gibt es ein Meeting in Amstetten.